Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 und dem Beagle. So, Timer ist jetzt eingestellt. Unten sind noch mehr Lecker. Na? Verdammt, es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Ups, ich wollte. Ich habe noch das Vampirzeug drauf, fällt mir gerade auf. Wie aktiviere ich sowas denn? Magie. Druckwelle. Art. Aber. Müsste wieder funktionieren. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Okay, aber kann ich bitte. Danke. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Ja, geil. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall! Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Aha. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux-Antil, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Fringilla sagt mir sogar was. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Okay. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Dann bist du tot. Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Das hat sowas von, Jedi-Moves irgendwie. Liebesbriefe. Interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Frage ist, wo muss ich den Kristall hinpacken? Hier rein? Ja. Gut. Und jetzt aktivieren. Ja, bin dabei, Geralt. Bin dabei. Oh, ich bin nicht eingeblendet. Jetzt bin ich aber wieder eingeblendet. Klappt das nicht? Doch. Kommst du? Ihr seid so hässlich. Aber in der Masse echt... Oh. Wow. Aua. Aber in der Masse können die wirklich scheiße sein, muss ich sagen. Das muss ihr Labor gewesen sein. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Kann ich, nur ein Stündchen? Cool. Warte mal, was? Okay. Was ist denn da? Ein Tunnel. Wo er wohl hinführt? Weiß ich nicht. Der Kraftspeicher. Ich hab ihn. Okay.
Die sind echt nur gefährlich, wenn die in Massen auftauchen. Dann sind die echt arschig. Ist so. Ah, ich musste aber dahin. Na gut, dann ist das wohl so. Ich nehme das an und hin. Oh, was? Ach so. Na gut. Wollen wir mal weiter hier machen? Hallo? Ach ja, ich muss ja. Ach. Ja, ja. Sag mir nicht, ich muss das direkt davor. Ja, muss ich direkt davor machen. Gut. Zack. Wo bin ich jetzt? Das muss die unterste Ebene sein. Sieht ein bisschen gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Also hier fehlt definitiv auch ein Stein. Aber schauen wir uns ja erstmal um. Ich kann hier aber auch nichts. Ifrit. Und natürlich gibt es einen Wächter. Ifrit. Hi, Ifrit. Na? Bist du so einmal, den man mit Feuer besiegen kann, oder? Alter, der ist stark. Ich meine, ich bin auch stark, aber aua. Aua. Mach ich doch aus. Geralt. Wir sollten uns beeilen, ihn zu töten, denn, Da bist du hässlich. Ja, und stark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, ich hab Essbrot. Essbrot und Leber. Leber. Oh, ich muss nochmal meditieren. Direkt die ganze Schwalbe weg. Nicht den ganzen Tag. Wir wollen nicht den ganzen Tag. Geralt, nicht den ganzen Tag. Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, ach, aber trotzdem ein Zuhause. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Hm. Notizen. Fast vollständig verkohlt. Die hat sie. Ich kann nichts erkennen. Die hat sie sicherlich absichtlich, absichtlich kaputt gemacht, was ich nachvollziehen kann. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Wie mehrere. Wo muss ich es denn anbringen? Ich habe das Gefühl, ich weiß, wo ich es anbringen muss. Die ist aber ehrlich gesagt sehr schlau, ne? Ich hätte es nicht anders gemacht, wenn ich die Kraft hätte, Teleportation zu. Pilze. So, und wie mache ich das hier jetzt am besten? Warte mal. Irgendwo hier muss ich doch bestimmt anbringen können. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Wo könnte ich das denn anbringen? Das ist halt die Frage, ne? Irgendwo muss ich es hier anbringen können. Kann ich es hier vielleicht irgendwo anbringen? Nein. Was sagen meine Hexersinne denn? Dass das Portal nicht geht, danke. Ich bin mir relativ sicher. Was haben wir denn da unten? Das ist, was ist das? Okay.
Warum konnte ich das machen? Das hat doch bestimmt eine Bedeutung. Das hatte doch 100% eine Bedeutung, dass ich das jetzt machen konnte. Bin ich jetzt blind oder so? Ihr wollt mich trollen, oder? Da ist eine Truhe. Aber das ist es nicht. Also irgendwie... Ein Pilz. Okay, irgendwas verstehe ich hier gerade nicht ganz so recht. Warte mal, kann ich es hier dran machen? Geralt, komm schon. Ah! Gut, ist okay. Ich dachte, Leute, weil das so komisch war, dass ich, ja, egal. Und spazieren. Du lebst noch? Natürlich lebe ich noch. Ich bin ja auch nicht so doof wie du. Hast du was gefunden? Verbrannte Notizen, ein Neckernest, Ratten, nichts Interessantes. Warum nehme ich dir das nicht ab? Ich sage die Wahrheit. Ihr Jäger seid immer so misstrauisch. Und das nicht ohne Grund. Schnappt ihn! Oh, oh, oh. Ey, komm, Leute, nee, komm, alles gut. Was jetzt, du Stück Dreck? Aua! Mann! Geht auch gut. Alter, jetzt kommt mal hier wieder runter. Mann, nein! Verfickter Wichser! Was? Hat deine Mutter dir deinen Mund nicht mit Lauge ausgewaschen nach solchen Sachen? Du Lemurensohn? Echt, Leute, das geht nicht. So geht man mit Menschen nicht um, ja? Man redet nicht so scheiße mit denen. Ist so. Außerdem, ich verrate keine Hexe. Mir doch egal, was die angestellt hat. Aber ich verrate keine Hexe. Da unten. Wie erkläre ich dem König jetzt eigentlich, dass ich seine Leute töten musste? Mal sehen. Ach, steck das Messer weg. Wird der bestimmt pisst sein. Na, ihr, wie geht's so? Ich muss mit eurem Riedwart hier reden. Hast du's eilig? Ja. Du wirst ersticken. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Ich habe diesen Kristall. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhardt bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops.
Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Schwerter? Weise. Hier ist es nicht sicher. Also ich bin ja der Ansicht, ich habe das Richtige getan, weil ich sie gerettet habe. Leute, ich kann einfach... Katzenaugen. Kennzeichen des Bösen. Ach, halt die Schnauze. Ich kann die einfach... Ich kann der Hexe nicht ausliefern. Das macht man einfach nicht. Versucht man übers Meer zu rücken. Hey! Lang lebe der Hi. Na los, nicht lange gefackelt. Zugegriffen. Aber hier ist doch irgendwo ein Händler, oder? Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Ich war schon bei ihm, okay? Was hast du denn? Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht so aus, als bräuchte ich es. Kannst du mir Sachen abkaufen? Ich habe nämlich so viel Scheiße. Ah, jetzt bist du arm. Das tut mir leid. Wiedersehen. Bis dann. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles. Questen. Wollt ja noch hier Rosch da unten helfen. Ein tödlicher Plan. Auge um Auge. Wir müssen erst Rittersporn retten und dann können wir darüber reden, Radowitz umzubringen. Vielleicht sollte ich das sogar zuerst machen, bevor ich diese Nebenquest mache. Ich bin so verwirrt. Ein Poet in Nöten. Ich mache erst ein Poet in Nöten. Der Arme wartet auf mich. Wo ist denn hier... Warte mal. Da hinten nur? Da von mir aus. Was? Warum hast du es mir jetzt nicht markiert? Ach, weil ich X gedrückt habe und nicht. Papier bitte und ein Tintenfässchen. Oh, Papier ist aus. Von der Armee requiriert, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Papier? Oh. Was zum Teufel? Weiß ich selbst nicht. So. Wird Zeit, dass Rittersporn nämlich jetzt endlich mal gerettet wird, Leute. Der Arme, der kann doch gar nichts dafür. Da möchte ich hin. Blütje, bin schon lange nicht mehr auf dir geritten. Ganz viele Folgen ohne Plötze, Leute. Tut mir leid, aber wir waren ja auch viel unterwegs in der Stadt. Da braucht man Plötze jetzt nicht wirklich. Da ist sie fort, die gute Triss. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du siehst blass aus. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Noch einer? Los, lauf mit den anderen nach Hause. Herr, hab doch Gnade. Wir können nirgendwo hin. Für uns heißt es Novigrad oder der Tod. Jetzt reicht's mir aber mit euch. Schiebt ab, sonst lasse ich euch aufspießen. Sie sind verzweifelt. Lass sie durch. Ich sehe nicht, was daran schlimm sein soll. Verdammt nochmal, wie oft muss ich es wiederholen? Ich habe Befehl, jeden abzuweisen, der keinen Passierschein hat. Lass die Leute durch. Jawohl. Ich liebe es, dass ich das aufgewertet habe. Nirgends mehr hin. Novigrad, das ist eine Chance auf ein neues Leben. Bleibt von den Straßen weg, sonst lauft ihr in die nächste Patrouille. Das soll uns nicht nochmal passieren. Wir werden vorsichtig sein wie Hasen auf offenem Felde. Aber du bist doch ein anderes Kaliber als wir. Eher wie der Held, der im Grab in den Buckelhügeln liegt. Das Grab befindet sich in einer Höhle in den Hügeln. Die Leute sagen, dass darin unglaubliche Schätze liegen. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Vielleicht. Viel Glück. Wo soll dieser Schatz sein?
Kriege ich einen Hinweis darauf, wo der Schatz ist? Nee, warte. Sie haben zwar was von Hügeln gesagt, aber... Oh, okay. Die Greifenausrüstung. Schatzsuche, Schema, Schatzsuche, Katzenschulenausrüstung. Wolfsschulenausrüstung. Ah, ich kann nach Kaer Morhen reisen. Wie geil ist das denn? Ja, das ist mir auch nicht gelungen. Aber wenigstens sind mir bis jetzt nur drei nicht gelungen. Achso. Das schauen wir uns nächstes Mal dann an. Wir gehen jetzt dann in der nächsten... Du bist zwar grimmig, aber in deinen Augen sehe ich Anstand. Das ist nett. Nächstes Mal werden wir dann mal schauen, dass wir Rittersporn retten. Der arme Mann, der ist jetzt lang genug gefangen gewesen. Und Hirse sollen wir anbauen. Laber nicht, wenn ich meine Abmoderation mache. Mann, Plötze, wo bist du denn? So. Jedenfalls sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.